Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 Tundra DLC Erweiterung oder generell einfach dem Let's Play. Ja, wie am Anfang einer jeden Aufnahmesession, in dem Fall glaube ich auch einer neuen Folge, soweit ich weiß, müssen wir natürlich uns darum kümmern, dass wir die Ressourcen bekommen, die wir über die App oder ich über die App hier gesammelt habe. Zack. Nice. Und dann müssen wir natürlich auch noch was bewirken. Geheimnisvolle Frau, sei ruhig. Red mir nicht ins Wort. Und dann müssen wir natürlich auch noch für den abstimmen, der mich am besten bestechen kann. Und hier ist dein Loot. Dankeschön. Und genau das wollte ich haben. Also, sehr schön. Wir müssen uns ja immer noch darum kümmern, zum einen, dass das Tundra-DLC ein bisschen weiter ausgebaut wird. Das heißt, die Tundra-Region, dass da ein bisschen mehr läuft. Des Weiteren müssen wir ja auch hier beim Krater mal schauen, dass wir endlich mal mehr Geld bekommen. Und mehr Geld bekommt man auf zwei Arten. Entweder mehr Export oder... Kommen wir zum Punkt, ja? Mehr Einwohner. Und genau das ist jetzt die große Frage. Okay, der Obstpreis ist mächtig angestiegen. Luxuskost immer noch sehr gut und... Naja, also im Prinzip verkaufen wir nicht mehr die teuersten Sachen. Die Superlegierung ist in den letzten Tagen mächtig angestiegen. Also da habe ich dementsprechend nicht mehr ganz so viel. Da könnte ich eigentlich dann fast auf die Verjüngungskuren verzichten und die Superlegierung verkaufen. Weil die ist momentan richtig preisintensiv. Bedeutet aber auch, dass wir extrem die Produktion zurückfahren müssten. Und hier extrem hochfahren müssten. Ach, so viel Komplikation, so viel Zeit und so viel alles Mögliche. Hey, mein Freund. Viele Leute haben nach dir gefragt und wollten dir einen Auftrag anbieten. Ja, ist gut. Wir haben ja auch gerade eben oben gesehen, dass wir sogar noch Arbeitskräfte für unser Sektorprojekt benötigen. Das bedeutet, dass es sich eigentlich schon extrem anbietet, auf unserer dritten Insel, unserer Hauptbewohnerinsel, dass wir dort mal ordentlich was machen. So, da sehen wir ja auch, dass wir, glaube ich... Okay, Moment, jetzt heißt es wieder erstmal umgewöhnen. Jetzt wieder mit Pfeiltasten hier steuern. Eieiei, immer diese Komplikationen und hier und dort und sowieso. Und bauen wir einfach mal weiter. Das ist doch eigentlich nie verkehrt. Und ja, jetzt sehen wir, dass... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ruhig. Ich baue das, was ich bauen will. Ui. Alle fahren sie wieder nach Hause. Alles klar. Läuft bei euch. Und hier? Hier fahren sie auch ordentlich. Aber da hält sich's noch einigermaßen in Grenzen. Okay. Einfach weiter ausbauen ist die Devise. Wir drücken mal kurz V, damit wir sehen können, was wir denn hier alles haben. Wir haben hier Baubots und eigentlich alles im Überschuss zur Verfügung. Wir haben sogar Luxuskost noch 25 über. Was krass ist. Gut, dann... Ich will noch nicht weiter auf die dritte Stufe ausbauen, weil wenn wir hier mehr Manager machen, bedeutet das zwangsläufig auch, dass wir hier diese Flachsplantage, Flachsplantage machen müssen. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich die Siliziummine auch machen. Oder wofür brauche ich die? Wahrscheinlich dafür. Och nö, Alter, das ist ja mal eine Erweiterung. Schwerindustrieeinrichtung, die Siliziummine, die kommt natürlich an einen Minenplatz. Dann müssen wir das zu Mikrochips umwandeln und dann eine Nanotextilfabrik daraus bauen. Ja. Und dann irgendwann brauchen wir natürlich auch noch einen U-Bahnhof. Alter Schwede. Da würde ich sagen, haben wir doch mal einiges vor uns. Deswegen möchte ich eigentlich nicht auf die ganz großen Gebäude ausbauen. Zumindest noch nicht. Das passt ja noch dementsprechend. Da ist ja noch alles... Tutti. Jo. Wie sieht's hier eigentlich mit den Gebäuden aus, mit den Radien? Die Straßen sind nicht mega blau.
Also hier ist so, geht so. Hier auch. Aber es ist ein großer Überschuss da. Also von dem her brauche ich mich eigentlich nicht beschweren. Ist eigentlich alles gut. Ist alles da. Ich würde einfach, ja, würde einfach sagen, komm, ich baue da jetzt einfach mal drauf los. Hier habe ich ja dann noch diese Reihenschachtelung. Da kann ich ja auch einmal hier komplett durchziehen. Zack. Ja. Ist nicht unbedingt so schlau. Moment. Das ist nicht ganz so schlau. Das geht eindeutig intelligenter. Schieben wir mal alles eins nach drüben wieder. Wir müssen natürlich immer auch noch die Möglichkeit bieten, dass die Leute hier durchkommen. Und dann so oder so? Ich hoffe so. Ja, perfekt. Weil jetzt habe ich nämlich genau das, was ich vermutet hatte. Ha. Perfekt. Hm, mach mal lieber so. Und dann kann ich hier hinten nämlich auch noch ein paar Häuserchen hinbauen. Zack. 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 Und, haben wir noch genug Materialien? Nein. Natürlich wieder Reis. Oder was ist das? Biokost. Biokost ist natürlich zu wenig da. Also, Felder bauen. Das war zu viel. Aber es gibt kein zu viel. Das ist eine große Lüge. Die Straßen müssen auch noch ein bisschen erweitert. Nein, halt, das war zu viel. Und dann sind wir tatsächlich bald hier sogar angekommen, wo wir dann hier oben weiterbauen müssen. In Zweit- und Drittreihen nochmal. Nice. Auf jeden Fall nice. Gut. Dann können wir. Dann haben wir jetzt erstmal wieder genug von allem. Na, natürlich nicht. Wir müssen natürlich erstmal U drücken und das und den ganzen Krams hier ausbauen. Transfer-Output vor Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ist gut. Ich weiß das. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich zu wenig von allem habe. Also, Vitamindrinks. Yo! Okay! Hier fahren sie. Und zwar viel. Firmenaufstieg. Nice! Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Alles durch. Alter. Marinemacht. Haben sie eine Flotte mit maximaler... Ah, cool. Okay, jetzt habe ich alle Schiffe. Sehr geil. Okay. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich brauche mehr Obst. Nö, erstmal nicht. Stimmt. Nee, der verarbeitet Obst. Stimmt, ich habe noch ein bisschen Überschuss an Obst. Das heißt, ich kann einfach so machen. Dann bin ich erstmal auf 0. Dann sollte ich mehr Obst produzieren. Obst wird hier produziert. Der ist noch nicht ganz am Limit. Der ist jetzt am Limit. Und ich würde sagen, das passt jetzt gerade richtig gut, um hier jetzt dann einfach die Straße rüber zu ziehen. Und dann kann ich da noch ein paar Ornamente reinbauen. Ihr kennt mich ja. Ein mittlerer Parkplatz. Eine Werbung. Zwei kleine Parkplätze. Und Bäume. Sehr gut. Und dann könnte ich, ich weiß nicht, bräuchte ich hier, nee, aktuell habe ich noch einen sehr guten Logistiküberschuss. Also das schaut eigentlich ganz gut aus. Was ich aber auch noch mache, ist jetzt erstmal hier noch eine Straße rüberziehen. Oder ist das hier schon Limit? Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, ist ein 1. 1 kann noch dran. Wie dick ist so ein Feld? Dann kann ich das schon mal einplanen. 1, 2, 3. Okay. Dann mache ich 1, 2, 3 und ziehe hier rüber. Hier würde ich einfach sagen, mache ich da die Querstraße, weil hier ist, naja, einmal vollgebaut. Hier weiß ich es noch nicht, wann ich die Querstraße machen kann.
Das ist die große, große Frage. Und hier ist überhaupt die Frage, wo baue ich was hin? Also hier ist jetzt so viel Platz, das ist krass. So, ich glaube, es ist immer noch zu wenig von was da. Also das ist jetzt gerade okay. Die Obstplantage, genau, ich wollte die Obstplantage ausbauen. Das heißt, einmal Administratorin, einmal hier. Einmal drehen und zack. Wir haben jetzt 24 Obst zu viel. Wieso haben wir 24 Obst? Okay, das war eindeutig zu viel. Wir haben schon wieder Überschuss an allem. Na gut. Dann brauchen wir Verjüngungskuren. Für Verjüngungskuren brauchen wir das Zeug hier, die Zündzellen. Das heißt, wir müssen hier einmal nochmal erweitern. Damit sind wir jetzt hier produktionstechnisch an Maximum. Wir haben zwei zu wenig Zündzellen. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal jetzt den dran setzen. Und jetzt haben wir vier zu wenig Algen. Und das kriegen wir nicht hin. Da haben wir algenmäßig gerade Vollproduktion. Okay. Nice. Meins. Meins. Ah, dann muss da hinten nochmal was hin. Komme ich nicht drum rum. Dann muss da hinten nochmal eine Algenfarm hin. Jetzt haben wir plus 12. Alles klar. Gut. Wenn es weiter nichts ist. Wie sieht's mit den... Oh, Logistik. Okay, große Transportkosten. Das, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber gut. Damit muss ich leben. Vor allem, weil ich 10.000 im Plus bin. Damit kann ich auf jeden Fall ganz dick leben. Wir nutzen jetzt einfach mal die Macht, dass wir hier Strom sparen können. So, passt. Damit sparen wir jetzt Strom. Und das ist wichtig. Definitiv. Und wir haben von allem jetzt genug, würde ich sagen. Könnte ja theoretisch... Ah, Moment. Ornamente. So. Dann Baum. Nee, da ist Baum. Da ist Baum. Und dann noch kleine Parkplätze. Nice. Okay, hier fahren unglaublich viele Fahrzeuge. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Ornamenten hier. Weil hier fährt eindeutig nicht so viel. Merkt man. Hm, aber gut. Aber gut. Das geht. Das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. So, die Einwohnerzahl ist gestiegen. Was willst du? Danke, dass Sie vorbeikommen. Ich habe Ihnen ein Geschäft zu unterbreiten. Sammeln Sie Kisten mit Ihrem Fahrzeug und bringen Sie es. Eine Ablenkung weniger. Gut. Ach ja, und... Hallo, Kommandoschiff. Ich habe ganz kurz vor der Aufnahme nochmal nachgeguckt, wo man jetzt den Scheiß endlich umlackieren kann, wenn ich das schon freigeschalten habe über den Uplay. Und jetzt habe ich es gefunden. Und habe es einfach klassisch schwarz lackiert. Ah, also, finden Sie mit Ihrem Fahrzeug... Ja, das ist hier. Natürlich sind da böse, böse Trönchen. Das heißt, wir fahren einfach mal hier hin und dann gucken wir mal weiter. Was ist denn unser zweiter Nebenauftrag? Lustig, ich habe gerade an Sie gedacht. Ja, ist okay. Aber Graphen haben wir auch bald genug. Vor allem, das heißt mal wieder auf einer Insel, ne? Ist ja nicht so, als ob die Inseln dezent groß sind. Nee, nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist ein Gerücht. Das sind die Kisten, die ich einsammeln muss. Also ich hoffe, dass die hier irgendwie groß erkenntlich sind. Wo ist denn das? Da. Ah. Nee, das ist Biopolymere. Na toll. Nächste hier. Hier auf unserer Hauptinsel. Also noch. Ist eigentlich Nebeninsel inzwischen. Wo ich inzwischen gar nichts mehr ausbaue. Das ist auch Biopolymere. Da ist es.
Kisten aufgesammelt. Das muss ich mit dem Kommandoschiff machen. Schnell rein. Okay, das könnte sich als schwierig entpuppen, insbesondere wenn man... Naja, wobei... Im Gange. Es geht. Und jetzt kann ich durchdüsen. Sind unterwegs. So, jetzt besser umdrehen. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Kisten von ihr ignorieren. Volle Kraft voraus. Schnell ein bisschen vor. Und jetzt durch. Jawohl. Volle Kraft voraus. Und zu ihm bringen. Da. Tschüss. Also, wo sind die restlichen Kisten? Da sind Kisten. Danke. Das hat meine Forschung um Lichtjahre vorangebracht. Lichtjahre? Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob Lichtjahre, aber na gut. Hast du gesagt. Noch mehr Wohnungen könnten wir eigentlich schon vertragen, oder? Ich meine, es geht schon. Dann müssten wir wiederum gleich zu... Ja, wir brauchen ja auch mehr Arbeitskräfte, ne? Immer noch, genau. Wir brauchen immer noch mehr Arbeitskräfte. Ah, es wird gerade abgegeben. Unser Vertrauen in Sie hat sich als gerechtfertigt erwiesen. Und wir haben voll Graphin. Saemon ist der weltgrößte Lebensmittellieferant. Mit dieser Firma werden Sie in Zukunft gewiss häufiger zu tun bekommen. Ja. Na, das hast jetzt du gesagt. Gut, ich will auf die Seite erstmal noch nichts bauen. Ich will da auf jeden Fall einen U-Bahnhof erstmal noch hinklatschen, bevor ich dann praktisch um den herum noch ein bisschen was baue. Ich weiß nicht, ob der zweite dann vielleicht hier sein wird oder da oder vielleicht hier unten. Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich von diesen Zentren sehr viele bauen. Zum Beispiel auch hier nochmal eins. Versorgung mit Informationen. Die Frage, die ich mich jetzt nur gerade stelle, ist, würde das gehen, wenn ich es so mache und den dann ja perfekt... Problem ist nur, dass ich dann keine Straße dahinter bauen kann. Das heißt, prinzipiell, super Platz. Scheiße nur, weil, naja. Das ist so mehr oder weniger suboptimal. Machen wir so. Der Zeitplan ist eng, aber wir können es schaffen. Machen wir noch so. Dann müsste ich hier noch so ein Informationszentrum hinsetzen. Zack. Jetzt haben sie wieder Informationen. Und ja, dann eigentlich auch noch hier Polizia, ne? Aber dann geht mir der Strom schon wieder aus. Ja. Immer dieses Problem mit dem Strom. Ich will jetzt endlich mein Fusionskraftwerk auf dem Mond haben, aber das ist auch wieder so schweineteuer. Das ist... Der Mond ist, wie gesagt, einfach zu teuer. Wie gesagt, im Sinne von... Ich habe mal einen Folgentitel so genannt. Gut, dann baue ich mal wieder hier so... Nee, diesmal baue ich einfach so durch. Extrem geil, dass alles... Ja, das ist einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Wenn ich hier die Polizeistation auch hinbaue... Dann sollten die hier alle versorgt sein eigentlich. Dann setze ich noch an mein nächstes... Hier. Noch eins dran. Dann habe ich wieder genug Strom. Einmal... Hoppala. Ich glaube, es war sogar relativ laut. Der Ausschlag war recht weit. Kann ich das Ganze noch ein bisschen dünner machen? Ja, kann ich. Ist die Frage nur, ob ich es muss. Also ich könnte jetzt so bauen. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich hier die Straße ziehe. Und dann fällt mir was ein. Und zwar so. Okay, und es ist tatsächlich immer noch eins zu wenig. Das heißt, ich kann sogar so bauen.
So. Und dann baue ich jedes Mal hier so Querstraßen rein. Der Grund, den habt ihr schon ansatzweise gesehen, warum ich das mache. So. Weil dann kann ich hier nämlich immer so kleine Wohnhäuser davor bauen. Eigentlich wollte ich größtenteils nur Wohnkomplexe bauen, aber naja, ne? Ist halt jetzt so. So, und dann baue ich hier jetzt auch eine Straße einfach durch. Komm, da brauche ich jetzt keine Ornamente, da brauche ich zack eine Straße durch. Gut, baue ich hier dann noch Wohnhäuser, weil für Wohnkomplexe reicht es ja genau nicht, ne? Ist auch blöd. Nee. Du gehst weg. Ich weiß nicht, eigentlich wäre es verschwendeter Platz. Die Straße bleibt auf jeden Fall. Die will ich nicht wegreißen. Die ist straight hier durch. Der Rest baut sich um die Straße herum. Baue ich so. So, und dann ist wieder Ornamente gefragt, ne? Einmal so. Dann kann ich hier noch einen kleinen Lüften bauen. Hey, behalten Sie den Helm auf. Und dann kann ich hier aber abwechselnd. Und kleine Parks. Stapeln Sie die Kisten nicht dort. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann habe ich das auch schon mal. Und dann könnte ich wieder weiter ausbauen. Die Frage ist nur tendenziell da oder eher da? Ich wollte eigentlich hier den Stadtkern haben. Ja gut, aber das Problem ist, es bauen sich jetzt auf jeden Fall immer auch Häuser aus. Also nicht nur Wohnkomplexe, sondern auch Wohnhäuser. Ja, ist eigentlich egal, wo ich es mache. Ist eigentlich wirklich verdammt egal. Mach ich es einfach mal hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, ist gut. Ich baue ja... Als wo gehe ich gerade hin? Sag mal, würdest du... Achso, du bist schon wieder ein neuer Auftrag. Hör mal, das ist nicht offiziell, aber es soll da... Du machst Nick zu einem glücklichen Mann. So, bring dich an. Und dann muss ich hier zerstören. Ach du Heilige. Verstanden. Okay, alles klar. Vor allem hier schön über meine... Ja, ist gut. Ich will das jetzt nicht die ganze Zeit hier drin haben. Weg da. Wir haben noch 16 Obst. Das ist gut. Das heißt, wir können hier ausbauen. Und ausbauen. Perfekt. Damit haben wir schon wieder kein Problem. Welches Problem? Probleme gibt's nicht. Zack. Dann haben wir auch wieder genug Reis. Und wir brauchen mal wieder Wasser. Sensationell, wir brauchen Wasser.